Hey, hier ist eure Kiki nochmal, weil es gerade so schön ist. Ich bin gerade so richtig in Stimmung. Also, Thema Wechseljahre Nummer 2 ist Haut. Die Haut verändert sich und es kommt schubweise. Irgendwann so stehst du früh auf, guckst in den Spiegel und denkst, was ist denn das an deinen Beinen? Die waren am Tag zuvor noch schön fest und knackig und auf einmal Löcher, Zellulite, schrumpelig. Also gut, das ist nicht so schlimm, aber du guckst da rein in den Spiegel und denkst, hat sich was verändert seit gestern Abend? Echt, alle meine Freundinnen sagen, kommt alles schubweise. Ist so. Kannst ja nichts machen dagegen, also sie ist positiv. Wenn die Beine nicht mehr so toll sind, ich meine, ich bin ja super schlank und trotzdem bin ich Ästhet. Also in Spanien trage ich kurze Hosen, die mir knapp über den Arsch gehen. Ja? Also damit habe ich überhaupt kein Problem in der Sonne. Ja? Vor allem, wenn ich mir die Mädchen angucke, die so 16 bis 20 sind und sich es eigentlich nicht leisten könnten, kurze Röcke und Hose zu tragen und mit einem Selbstbewusstsein marschieren die dann durch die Gegend. Das ist unglaublich. Also ganz so selbstbewusst bin ich dann doch nicht. Vor allem nicht abends. Da mag ich schon ein schönes Bein haben und ich habe da einen super Trick und einen super Tipp auf Lager. Und zwar sind das bestimmte Strumpfhosen. Und zwar, wie ihr seht, sind es Netzstrümpfe. Und die gibt es in tollen Farben und die gibt es vor allem in super Qualität. Also nicht diese billige 1,99 Strumpfhose, Netzstrumpfhose, die man Beate Use kaufen kann, sondern das ist eine Wolfort-Strumpfhose. Und die gibt es, was kosten die? Zwischen 20 und 30 Euro, irgend sowas. Also billig sind die nicht, aber dafür sind sie auch toll. Sie sind ganz weich und die Farbe ist klasse und man sieht sie eigentlich überhaupt nicht am Bein. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Also auf der Seite habe ich jetzt die Strumpfhose an, auf der nicht. Der Rest steckt irgendwo da drin. Und das sieht also, sieht man das gut? Und man sehen, so Bananen aussieht. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie die aussieht und das ist eine Sommerstrumpfhose, eine reine Sommerstrumpfhose. Die könnt ihr also nicht im Winter anziehen, ja? Das ist zu kalt. Aber im Sommer ist die auch nicht warm. Also sie ist einfach perfekt. Ich liebe diese Strumpfhose, ich habe die seit Jahren schon bei mir im Schrank, auch ohne Probleme mit den Beinen. Ich habe die auch in Schwarz, zum Beispiel, wenn ich abends mal was etwas Kürzeres anhabe und du denkst, meine Beine sind jetzt heute nicht so toll oder zu blass oder was auch immer, dann ziehe ich die in Schwarz an im Sommer. Ich mag die einfach. Und das andere ist, die Jungs stehen total drauf. Darf man auch nicht vergessen, ne? Gut, das war jetzt mein Tipp mit dieser Strumpfhose, wenn Zellulite oder irgendwas anderes an den Beinen auf einmal anders ist in den Wechseljahren. Oder auch nicht in den Wechseljahren. Gell, ihr 20-jährigen Teenager, esst mal weniger und macht mehr Sport. Also, das war's. Eure Kiki. Bis dahin.